So, dann recht herzlich willkommen, meine sehr verehrten Damen und Herren. Die Pressekonferenz zum Spiel des SC Magdeburg gegen die Füchse Berlin am heutigen Freitagabend vor 6.809 Zuschauern zur Halbzeit, 15:9 Führung des SC Magdeburg und dann ein 24:24 Endstand. Die erfolgreichsten Werfer auf Seiten der Gäste waren Petar Nenadic mit 8 Toren und Bjarki Eilisson mit 4 Treffern. Auf Seiten des SC Magdeburg erfolgreichste Werfer Jurin Hatek mit 6 Toren sowie Robert Weber mit 6 Treffern. Dazu Michael Damgaard mit 5 Toren. Wir begrüßen recht herzlich von den Füchsen Berlin den Trainer Erlingur Richardson und Volker Zerbe. Wir bitten zunächst von dem Trainer das Statement zum Spiel. Ja, guten Abend und danke für das Spiel. Wir haben überhaupt nicht gut gespielt, das ist klar. In der ersten Halbzeit, es war 10-4 für Magdeburg und Halbzeit 15-9. Und, aber ich finde das unglaublich, dass wir haben, oder wir fahren hier mit einem Punkt. Und, aber ich natürlich bin sehr zufrieden mit unserer Mannschaft, dass es war 10-11. Und dann, in das End war 23-23 und deswegen ich bin ich sehr zufrieden mit unserer Mannschaft. Danke. Dankeschön, Herr Ligur. Ja, Geir Svensson, unser Trainer, wie ist deine Einschätzung zu diesem Spiel? Schön, guten Abend. Ja, also ich bin natürlich riesen enttäuscht und man fragt sich nach so einem Spiel, also wie könnte das eigentlich passieren? Wir führen das Spiel, ich glaube 20:11, 20 Minuten vor Schluss und haben also überragend gespielt, muss ich sagen. Also Berlin ist eine super Mannschaft, sehr gut gestellt, mit starken Spielern und unsere Leistung war 40 Minuten lang, also wie gesagt überragend. Aber dann fangen wir an einfach zu passiv zu spielen. Wir fangen an, also unsere Aggressivität geht weg. Einfach. Und man kann das wahrscheinlich einfach erklären, dass wir so einfach langsam Angst gehabt haben, richtig weiter zu angreifen, richtig weiter unser Spiel zu spielen. Und dann werden wir alle passiv. Wir wissen alle, dass obwohl nur 20 Minuten noch gibt es zu spielen, dann kannst du trotzdem so eine Führung schaffen. Und das hat Berlin, so wie Berlin hat heute gemacht. Also Berlin hat nie aufgehört. Und klar, das ist so. Die haben wahrscheinlich das Gefühl gehabt, dass ab 2011 hast du nichts zu verlieren mehr. Also es geht nur um einfach weiterzumachen. Und leider haben wir das nicht geschafft. Unsere Disziplin, unsere Aggressivität und Kopf zu halten. So, das hat uns heute einen Punkt gekostet. Obwohl wir uns alle so fühlen, dass wir haben 2 Punkte hier heute verloren. Und Herr Linker und Volker, vielen Dank für das Spiel. Danke. Danke, Geir Svensson. Vielleicht noch ein paar ergänzende Worte von Seiten der Füchse, von Volker Zerbe. Guten Abend. Ja, es war ein verrücktes Spiel. Ich denke auch gerade nach 2011 haben wir von unserer Seite auch, die Hoffnung wurde immer kleiner, fast weggegeben. Aber ich muss auch hinten raus sagen, wirklich bewundernswert, wie die Mannschaft sich dann nochmal zusammengerauft hat, nochmal alles versucht hat und dann gemerkt hat, dass hinten raus noch eventuell was gehen könnte. Und insofern sind wir sehr zufrieden, dass wir hier mit diesem Unentschieden nach Hause fahren. Es war wieder eins der spannenden Spiele, wie immer, zwischen den beiden Mannschaften. Und ich glaube, wir können da heute sehr zufrieden sein. Danke. Danke, Volker Zerbe. Steffen, wie hast du noch weitere Sachen hinzuzufügen? Ja, ich glaube, dass das unglaublich war heute und zum Ende wahnsinnig enttäuschend. Also wie Gehe sagt, wir führen nach 42 Minuten mit 9 Toren. Wir führen 10 Minuten vor Schluss noch mit 6 Toren.
und verlieren komplett unsere Linie, brechen aus dem System, was uns 45 Minuten wahnsinnig stark gemacht hat, wo wir, ich glaube, die beste Saisonleistung gebracht haben. Da bringen wir uns selber in eine Lage, die momentan nicht zu erklären ist. Also wenn man eine Mannschaft wie die Füchse, die wirklich eine sehr gute Mannschaft ist, 45 Minuten so dominiert, dann ist das nicht zu erklären, warum wir nach 45 Minuten aufhören, Handball zu spielen, keinen Druck mehr machen, nach vorne ängstlich sind, Fehlabspiele machen, die man normalerweise nicht mehr in der A-Jugend macht oder in der B-Jugend. Und ja, das ist unsere Aufgabe, jetzt rauszufinden, warum das so ist und das zu versuchen abzustellen. Und das spielt sich leider viel im Kopf ab und da müssen wir erstmal schauen, wie es da jetzt auch von unserer Seite weitergeht. Dankeschön. Danke, Steffen Stiebler. Gibt es Fragen von Seiten der anwesenden Medienvertreter an die Verantwortlichen hier vorne? Wenn möglich, dann bitte das Mikrofon benutzen. Ist nicht der Fall, dann danke ich recht herzlich für Ihre Aufmerksamkeit, wünsche den Gästen angenehme Heimreise. Nächste Woche geht es für den SC Magdeburg Richtung Stuttgart und wir sehen uns wieder hier in der GTEC Arena am 25. Oktober. Bereits 15 Uhr Anwurf, denn zur Partie gegen MT Melsungen. Recht herzlichen Dank, auf Wiedersehen.